Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In letzter Zeit liebt ihr meine Reviews zu einzelnen Produkten und ich dachte mir, zur Feier des Tages schminken wir heute etwas mit der niegelnagelneuen Palette von Urban Decay, der Stoned Vibes Palette. Ich habe heute dazu eine Partnerschaft mit Urban Decay auf Instagram gehabt, nur für euch. Dieses Video ist nicht mit Urban Decay abgesprochen. Das heißt, die wissen gar nicht, dass ich dieses Video produziere. Ich für mich habe aber entschieden, dass ich es gut finde, dass ich euch die Palette auch wirklich nochmal live zeige. Ich habe euch zwar in der Story schon so ein bisschen mitgenommen, aber ich wollte einfach wirklich nochmal ein komplettes In-Depth-Tutorial zu der Palette geben. Als kleiner Disclaimer und vielleicht für Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, die letzte Palette mit Urban Decay, die ich getestet habe, das war die Ultraviolet Palette, hat für mich persönlich gar nicht funktioniert. Ich kam damit nicht so klar und umso schöner finde ich es und umso mehr freue ich mich darüber, dass Urban Decay nicht eine der Marken ist, die sagt, okay, da schicken wir eben gar nichts mehr, sondern Urban Decay hat mir direkt nach meinem Video geschrieben und gesagt, hey, was können wir für dich tun? Was willst du testen von uns? Und unabhängig davon habe ich diese Palette jetzt neulich bekommen und habe auch schon viel damit gemacht. Einmal auf Instagram. Ich habe Fotos und Looks und alles Mögliche damit gemacht. Das heißt, die Palette ist also auch nicht mehr neu. Das ist kein First Impression, sondern das ist wirklich eine Review. Und das findet ihr immer ganz toll. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich hoffe, ihr habt Lust. Wir schminken heute so ein bisschen was Herbstliches. Ich habe so eine Idee im Kopf von dem Look. Es wird ein bisschen anders als den ich euch bei Instagram gezeigt habe und auch ein bisschen anders als der Look, den wir auf den Fotos von mir gesehen haben. Sondern ich wollte einfach so viele Farben es geht zeigen. Denn, Spoiler-Alarm, ich finde die Palette fantastisch. Ich möchte mir aber als erstes was auf die Lippen geben. Und zwar habe ich mir da eine Farbe mal rausgesucht. Die ist von We Makeup. Das ist die 91. Und das ist so ein Grün. Das ist schon eine spannende Farbe. Aber mit dem Look, den ich im Kopf habe, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Wir wissen, meine Ideen und meine Umsetzung sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Deswegen never judge. Oh, er riecht noch gut. Der ist schon eine Weile in meinem Schrank. Es ist ein Grün, ne? Also Grün ist immer so ein bisschen spannend, aber wir sind heute offen für vieles. Wow. Also ich trage ja normalerweise eher so Nude. War die Farbe? Okay. Also ganz ehrlich, ich liebe ja die Liquid Lipsticks von We Makeup, aber ich bin nur einmal reingegangen und konnte komplett meine Lippen damit bedecken. Ist eine spannende Farbe, finde ich so für den Herbst, für so ein etwas edgy, grungy Make-up richtig, richtig cool. Wie gesagt, die Palette habe ich schon benutzt, das heißt, sie sieht auch nicht mehr neu aus und so kann ich euch ein Feedback zu den Farben geben. In der Palette sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind 12 Farben drin und wir haben 4 matte Farben und demnach 8 Schimmerfarben. Das Spannende bei diesen Schimmerfarben ist aber, das sind nicht so klassische Schimmerfarben, ne? Also das sind eher so, erinnert ihr euch an diese Textur? Ich glaube, Huda Beauty hatte das mal. Da sind so Flocken mit drin. Catrice hat das auch gehabt. Und ich zeige euch hier mal in der Nahaufnahme, wie die Farben aussehen. Das ist ganz spannend, denn je nachdem, wie man die Farbe mischt, habt ihr auch eine andere Farbe. Das heißt, jeder Look, den ihr mit einer Schimmerfarbe macht, ist ein bisschen anders, weil die Schimmerpartikel einfach anders angeordnet sind und so ein bisschen anders auf dem Auge mit rauskommen. Ich habe damit schon verschiedene Looks geschminkt. Heute möchte ich, dreimal dürft ihr raten, in welches Farbschema wir gehen. Richtig, grün. Ich dachte, das passt so ein bisschen heute. Wow, ich liebe diese Vibes hier, professional. Freunde, ich glaube, ich hole euch ein Stückchen näher ran und dann geht's los. So könnt ihr, glaube ich, alles sehen. Ich liebe diese Farbe. Was ich so ein bisschen schwierig bei dunklen Farben finde, aber das ist ja immer so, ist hier, das hier. Aber ich kann mir halt auch nicht die Innenseite meiner Lippen anmalen oder... Wie macht ihr das? Ich liebe Lippenstifte. Ich trage eigentlich gefühlt jeden Tag was. Meistens ist es hier von Maybelline, der Seductress, in der Farbe 65, Favorite. Da fällt das nicht so auf, aber schreibt mir doch gerne mal eure Hacks für das Problem in die Kommentare. Ich zeige euch als erstes einmal die Swatches der matten Farben. Und da könnt ihr schon sehen, also die Farbe Good Karma, das ist dieser helle Ton, ist eher so ein klassischer Ton, um die Lidfalte, den Lidschattenprimer so ein bisschen zu setten. Die Farbe Antidote ist so ein peachy Ton, eher so eine Transition Shade. Und was dann ganz spannend wird, ist die Farbe Hexed.
Das ist dieses Backsteinrot und die Farbe Third Eye. Ich habe sie, wie gesagt, schon benutzt. Wir benutzen sie heute auch. Sehr, sehr weich. Und ich weiß nicht, ob ihr es dann sehen könnt nachher. Sie sehen so ein bisschen aus, wie als wenn ihr die Schatten feucht. Ist ganz spannend. Und jetzt kommen wir zu den Schimmertönen und das ist ganz krass. Also die sind extrem weich, die sind nicht so fest gepresst und ihr müsst so ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr mit einem Pinsel damit reingeht, weil es halt einfach eine komplett andere Textur ist als der klassische Schimmerton. Finde ich mega spannend und ich liebe es tatsächlich, diese neuen Texturen, neuen Anführungszeichen, Texturen zu sehen und zu schauen, hey, wie funktioniert das, wie funktionieren die, was können die? Und ich habe einen ganz tollen Look gesehen und da wurde, glaube ich, einfach nur die Farbe Tiger's Eye aufs Auge gegeben. Nur diese Farbe, ohne Matt und das sah krass aus. Aber wir schminken jetzt was Schönes. Ich trage mir als erstes Lidschattenprimer mit auf. Ich benutze dazu, wie immer, von Be Perfect Mine. Urban Decay hatte mir auch noch den All-Nighter, glaube ich, heißt der, mitgeschickt. Dann packe ich euch in eine Verlosung. Sammel ja für Weihnachten, ihr wisst ja, ne? Aha, also 100.000 werden wir nicht mehr schaffen, glaube ich, dieses Jahr. Wäre natürlich krass, aber 75.000 bis Weihnachten wäre schon schön. Die Palette kostet so um die 50 Euro. Es gibt immer so ein paar Aktionen. Das Video ist jetzt vorproduziert, also schaut am besten mal vorbei. Ich verlinke euch einfach ein paar Möglichkeiten. Hier steht jetzt nicht drauf, ob sie vegan ist. Ich schreibe euch das einmal hier hin, falls ich das rausgekriegt habe. Aber ich liebe diesen Vibe gerade hier. Wir haben auch einen Pinsel mit drin, den möchte ich jetzt nicht benutzen. Wobei der hier, der Blendeteil, ist viel, viel weicher als der von der Ultraviolet Palette. Den fand ich ja damals wirklich hart. Der ist fantastisch. Ich gehe als erstes in die Farbe Hexed und das ist hier so ein ja, schönes Backsteinrot. Die Farbe hat kein Kickback, das ist wirklich krass. Und ich setze mir das einfach erstmal hier so ein bisschen in die Lidfalte und stempel mir das Pigment auf. Das ist jetzt mit einem Blendepinsel, das heißt also, ich werde nicht das komplette Pigment abkriegen. Aber dadurch, dass die Farbe halt extrem pigmentiert ist, möchte ich auch nicht sofort die Farbe auf dem Auge haben, sondern eher so ein bisschen leicht. Weil es soll ein sehr smoky, aber trotzdem sehr intensiver Look werden. Und damit kann ich direkt einfach so ein bisschen hier schon mal ausblenden. Ich benutze auch mein absolutes Favorite Pinsel Set im Moment überhaupt. Ist das von Ellie und BH Cosmetics. Ich setze euch das nochmal unten rein mit dem Code MAXIM10. Könnt ihr 10% sparen. Ich fühle mich so ein bisschen wie James Charles. Das ist eine sehr, sehr krasse Farbe. Ich finde, die ist viel, viel dunkler auf dem Auge, als sie im Pfännchen wirkt. Weil durch die Verpackung, lasst euch halt nicht täuschen, ne? Verpackungen täuschen immer so ein bisschen von der Farbe. Also wenn das jetzt beispielsweise weiß wäre, würden die Farben ganz anders mit rauskommen. Aber das ist so ein, ja, was ist das? So ein altes Champagnerglas. Und übrigens, ich glaube, das Packaging, ihr habt es schon gesehen, ich bin gar nicht drauf eingegangen. Das ist, also so die Naked-Paletten sind ja eher so ein bisschen basic vom Packaging her. Das hier ist krass. Also das ist richtig dreidimensional. Könnt ihr das sehen? Also es ist ein richtiges Relief. Und es soll sogar echter Kristall in den Lidschatten sein. So klein gemahlen für Positive Vibes. Schreibt mir doch einmal in die Kommentare, wie ihr zu so diesen Kristallen und so steht. Seid ihr auch so, dass ihr sagt, hey, Kristalle unterstützen mich in meiner geistigen Fähigkeit? Oder seid ihr eher so, pff, das ist ein Stein? Also ich liebe auch die Kombination mit den Lippen. Wow, ich fühle mich so ein bisschen grungy heute. Ich wechsle den Pinsel jetzt und nehme etwas fester gebundenen und gehe in die Farbe Antidote. Die ist recht soft. Also das Ding bei der Farbe ist, ihr seht sie schon auf dem Auge. Ich bin, glaube ich, dafür einfach nur so ein bisschen zu dunkel. Ihr könnt damit aber gut die Farbe Hexed aufhellen. Und ihr seht gleich, ich kann das hier schon mal so ein bisschen verblenden. Und was ihr, glaube ich, auch sehen könnt, die Farbe hat eine extreme Deckkraft, sodass sie sogar die dunklere Farbe so ein bisschen mit abdeckt. Deswegen mische ich einfach so ein bisschen und gehe dann einfach hier über den Rand und blenden mir das Ganze aus. Was ich so ein bisschen schade bei der Palette finde, ich weiß, manche mögen das, ich mag es persönlich nicht, sind diese hellen Farben, wenn es nur so begrenzt ist. Also ich habe ja jetzt hier nicht viele Möglichkeiten in der Palette, matte Farben zu benutzen und wenn dann eine davon auch noch meine Hautfarbe oder heller ist, ist halt so ein bisschen verschenkter Platz, finde ich. Bei meiner Palette, ich habe 18 Farben mit drin, da kann so eine mit rein, damit man das irgendwie gut nutzen kann, den Platz. Und da macht das auch Sinn. Ich hätte mir hier vielleicht aber ein Grün oder so gewünscht. Ein richtig sattes Grün, so wie meine Lippen. Allerdings, das ist aber einfach nur persönliche Präferenz. Da bin ich jetzt einfach so ein bisschen, ja. Okay, krasse Farbe. Ich blende mir das Ganze hier außen gleich nochmal so ein bisschen aus. Ich möchte, dass es nämlich so
richtig funky ist heute. Wow. Zum Verdunkeln kommt, wir nehmen jetzt mal hier den von Urban Decay. Gehe ich in die Farbe Third Eye, das ist ein richtig dunkles Lila. Und das presse ich mir hier außen hin und stempel das so richtig auf, dass ich hier wirklich das meiste Pigment habe. Und ihr seht gleich, es ist schon dunkel. Und damit gehe ich dann so ein bisschen in meine Crease und verdunkel mir das auch hier vorne gleich. Blende mir das Ganze einfach nochmal so ein bisschen aus. Also der Look wird heute sehr, sehr dunkel, habe ich festgestellt. Ich gehe jetzt mal mit der flachen Seite hier rein und setze mir die hier direkt vorne hin. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt in der Kamera, aber die Farben sehen tatsächlich alle so ein bisschen feucht aus, ne? Also das ist nicht so dieses pudrig aussehende, sondern das ist halt wirklich... Seidig matt ist das falsche Wort, weil es ist kein Schimmer mit drin. Aber vermutlich ist dieses Kristall-Edelstein-Zeugs, was da mit drin sein soll, das, was den Look so ein bisschen weicher aussehen lässt. Finde ich ganz spannend. Ich lieb's. Ich habe nahezu kein Fallout, also eigentlich gar nicht, Fallout unter den Augen. Und jetzt wird's ganz spannend. Denn ich habe so ein bisschen überlegt, wie man mit den Schimmertönen am besten arbeiten kann. Und ich habe es tatsächlich auch mit einem Pinsel gut hinbekommen. Ich finde, ein Pinsel wird dieser Textur aber nicht gerecht. Denn ich swatche euch einfach mal kurz ein paar Farben. Die Farbe Ocho oder Ocho, die Farbe Raw Energy, das ist halt extrem weich. Also die Farben sind ganz, ganz flaky so ein bisschen, aber nicht negativ. Und wenn ihr sie dann auf der Hand habt, seht ihr so ein Shift zwischen Blau jetzt hier beispielsweise. Und wenn ich ganz nah rangehe, haben wir noch so Rosa mit drin und Grün. Fantastische Textur. Ich finde die Palette, so ich kann ja schon mal so ein bisschen Review dazu abgeben, das ist so eine super Ergänzung zu den anderen Naked Paletten, finde ich. Schaut mal, ich habe jetzt hier einmal die Naked Reloaded Palette mit dazu genommen. Die hat ja wirklich extrem viele matte Töne und eher so in der neutralen Richtung, so diese Standard Basic Palette, jetzt einfach nur als Vergleich. Mit den matten Farben, die ihr hier habt, könnt ihr im Prinzip alle Schimmertöne, die ihr hier benutzen würdet, gut kombinieren. Ich finde dieses Lila, was hier mit drin ist, das ist so ein bisschen begrenzt. Die Palette kaufe ich mir aber nicht wegen den matten Tönen. So. Also das sind schon die Schimmertöne, die sagen, boah. Deswegen nehme ich jetzt mal hier den flachen Pinsel, der mit dabei war, und gehe in die Farbe Bloodstone. Wir geben erstmal mit einem trockenen Pinsel rein. Das, ich klopfe ab, weil die sind halt ein bisschen anders. Und das ist so ein eher zarter Ton. Hier kommt, wir nehmen gleich den Finger. Das ist ein Duochrome, ne? Also der schimmert so ein bisschen rot und grün. Das hätte man so jetzt auch nicht gedacht. Und den gebe ich mir erstmal so ein bisschen als Base hier mit drüber. Und ich glaube, ihr seht sofort diesen leichten grünlichen Effekt. Je nachdem, wie ich mein Auge bewege, ist das schon krass. Oh, ich habe die Kontaktlinse verloren. Oh nein, wo ist sie hin? Oh, ich hasse das. Ah, da ist sie. Und jetzt nehme ich denselben Finger und gehe in die Farbe Jade. Oder Jade, wie auch immer. Und das ist halt so richtig grün Schimmer. Und ihr seht schon, je nachdem, wie fest ich hier mit reingehe, umso weicher wird natürlich diese Flockentextur. Und ihr habt dann wirklich dieses Ultra-Metallic. Und das setze ich hier einfach nur oben rüber. Boom. Das ist krank, dieser Effekt. Also ich habe ja immer noch, guck mal, ich könnte hier noch... Weiß ich nicht, 10 Augen mit bemalen. Und jetzt seht ihr hier, seht ihr diesen Duochrome-Effekt. Die Base ist rot und der Schimmer ist grün. Geil. Das passt doch ganz gut. Das hätte ich gar nicht gedacht, ne? Also ich habe ja die Farben jetzt alle noch nicht geswatcht. Das mache ich immer im Anschluss, dass die Palette ein bisschen vernünftig aussieht. Aber das ist geil. Ich bin jetzt mal ein bisschen mutig. Ich nehme jetzt mal meinen Finger und gehe in die Farbe Bloodstone. Und gebe mir das hier so ein bisschen auf meine Lippen. Nur ins Zentrum. Ich fühle es gerade richtig. Ich mache einmal ganz kurz meine Lashes rauf. Und das ist der Look mit der Urban Decay Stoned Vibes Palette, den ich jetzt geschminkt habe. Freunde, also... Wow. Das ist jetzt nochmal für mich... Ich drehe das Video vor, bevor ich überhaupt die Zusammenarbeit mit Urban Decay auf Instagram hatte. Wie gesagt, das Video hier hat damit ja gar nichts zu tun. Und ich habe gestern damit schon was geschminkt, habe aber andere Farben benutzt. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt der Look, vor allen Dingen auch in Kombination mit der Lippe und diesem Schimmer auf der Lippe, so viel besser als der von gestern. Und mir fallen halt immer mehr Ideen ein, was ich mit der Palette machen kann. Die matten Töne sind gut.
Ich hätte sie jetzt fast gar nicht gebraucht, weil matte Töne habe ich irgendwie alle. Für unterwegs ist das aber cool. So. Die Schimmertöne sind krass. Also das ist eine Textur, die in dieser Menge, also es kostet natürlich einfach auch Geld. Die Palette ist ein bisschen teurer, aber dafür haben wir hier eine Textur mit drin, die halt einfach wesentlich teurer ist als eine Palette mit normalen Schimmertönen. Das ist einfach eine ganz andere Produktion davon. Der Look ist mega, mega schön. Ich habe richtig viele Ideen und ich weiß auch schon, dass ich damit auf jeden Fall noch was weiteres schminken werde. Vor allen Dingen mit diesen Blautönen, weil ihr habt die Swatches gesehen hier auf meiner Hand und vorhin auch in dem Insert. Richtig, richtig schön. Ich bin gespannt, was ihr zu der Palette sagt. Schreibt mir gerne einmal dazu ein Feedback in die Kommentare. Palette ist unten für euch verlinkt. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.